Meine Damen und Herren, unser nächster Gast sagt, ja, jeder Mensch trägt eine Geschichte quasi im Rucksack mit sich. Und zwar die große, ja, vielleicht die große globale Geschichte, die nationale Geschichte, aber eben auch die Geschichte der Familie, die ganz individuelle familiäre Geschichte. Und sie darf das sagen, weil sie ist Historikerin und sie ist die Enkeltochter von Klaus Schenk-Graf von Stauffenberg, der Mann, der versucht hat, am 20. Juli 1944 Adolf Hitler mit einem Sprengsatz zu töten. Wir freuen uns, dass Sie da sind, Sophie von Bechtolzheim. Herzlich willkommen. Wann ist Ihnen, Frau von Bechtolzheim, zum ersten Mal ja, klar geworden, dass Sie so einen Rucksack tragen? Und ich schließe die journalistisch unsauber, die zweite Frage gleich an. Wann haben Sie die Entscheidung getroffen, diesen Rucksack auch zu öffnen? Also ich muss Sie enttäuschen, ich empfinde das eigentlich nicht als Rucksack. Also zumindest nicht das Erbe meines Großvaters. Mhm. Dieses Rucksackbild ist ja relativ neu. Das ist entstanden so vor anderthalb Jahren, als ich angefangen habe, für mein zweites Buch zu recherchieren. Mhm. Und ich weiß auch gar nicht mehr, wer diesen Begriff ins Spiel gebracht hat. Ich fürchte, es war nicht ich. Also ich würde das gerne für mich beanspruchen. Es war aber, glaube ich, nicht ich. Und also sagen wir so, ich empfinde diese familiäre Geschichte nicht als Last. Ja. Sondern, wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich eigentlich sehr dankbar für diese Geschichte. Wir müssen diese Geschichte, die Sie ein bisschen, ja, fast zu klein sagen, die Geschichte ist wie folgt. Sie haben mit 20 geheiratet. Mit 22. Mit 22 geheiratet, dann waren Sie vielleicht zwei Jahre verlobt und haben dann den Namen Ihres Mannes angenommen. Ja. Und bis dahin hießen Sie von Stauffenberg. Ja. Wie haben die Menschen auf diesen Namen reagiert? Also die meisten haben reagiert. Das habe ich aber auch erst richtig überrissen, als ich nicht mehr so hieß. Manche haben einfach mit einer normalen, nachvollziehbaren Neugier reagiert. Und das war mir eigentlich so das Liebste. Also wir haben dann gesagt, ah, hast du nicht was irgendwie mit dem Mann zu tun, ja, der irgendwie... Und dann kam raus, ob sie vielleicht ein bisschen informiert waren oder nicht so. Ja. Und dann konnte man das aber klarstellen. Wunderbar. Für uns komplizierter, für meine Geschwister und mich, und ich nehme auch an, für meinen Vater und seine Geschwister war es, wenn man so eine unterschwellige Ehrfurcht gespürt hat. Und die fand ich eher unangenehm, weil ich wusste, ich habe ja diese Ehrfurcht überhaupt nicht verdient, sondern ich bin ein krachnormaler Mensch und fand das eher unangenehm. Und wenn das dann so im Raum stand und man konnte das nicht klären. Und dann gab es aber natürlich Leute, die gar nicht reagiert haben, weil sie es auch nicht einordnen oder weil sie den Namen nicht kannten. Und dann war das natürlich auch in dem Moment kein Problem. Sie haben das Privileg gehabt, Ihre Großmutter, natürlich haben Sie Ihren Großvater nie persönlich kennenlernen können, nee, naturgemäß nicht, aber Sie haben Ihre Großmutter noch kennenlernen können, die Witwe von Stauffenberg ist. Und sie hat Ihnen sicherlich ein bisschen den Menschen geschildert. Wie war er so? Wie war er so? Ja, das ist ganz interessant, weil das Bild, was meine Großmutter uns vermittelt hat oder auch was mein Vater und vor allem mein Onkel, ich habe ganz viel mit meinem Onkel gesprochen, der leider im Oktober letzten Jahres gestorben ist, aber auch andere, die meinen Großvater kannten, haben ihn eigentlich so geschildert, wie man ihn aber auch dann in Geschichtsbüchern liest. Also das ist irgendwie deckungsgleich und zwar einfach als unglaublich fröhlichen Menschen vor allen Dingen. Also seine Fröhlichkeit war wohl so, dass das, was jeder Mensch irgendwie als erstes von ihm bemerkte. Er muss ja charismatisch gewesen sein, hat einen Raum sofort irgendwie mit seiner Präsenz erfüllt, die Leute ins Gespräch gezogen, hat es auch gemocht, so ein bisschen den, wie meine Großmutter das nannte, den Advocatus Diaboli zu spielen, also ein bisschen so wieder den Stachel zu löcken. Das ist manchmal dann für die Geschichtsschreibung mühsam, weil dann erinnert sich der eine oder andere an die oder die eine Bemerkung und dann wird daraus sozusagen eine Idee über meinen Großvater gestrickt. Wenn man dann die Ironie weglässt oder den Kontext weglässt, dann kann das natürlich das Bild auch verfälschen. Mein Vater und eben seine Geschwister beschreiben ihn als extremen Familienmenschen, der mit seinen Kindern auf dem Boden rumgekugelt ist, mit ihnen gelacht, gespielt hat und so. Also er muss insgesamt einfach eine sehr einnehmende Persönlichkeit gewesen sein. Jetzt, wir haben hier Frau Furtwängler zu Gast. Und Frau Furtwängler, Ihr Großonkel ist der berühmte Dirigent Wilhelm Furtwängler. Es ist für die Nachgeborenen immer wahnsinnig einfach,
die Rolle im Nationalsozialismus zu beurteilen und vor allen Dingen moralisch zu beurteilen, weil ihnen beiden, sozusagen beiden Vorfahren ist, glaube ich, gemeinsam, dass sie versucht haben, sie will er ihm sicherlich nicht mit einem Attentat, aber er hat versucht, beispielsweise die Philharmonie im Rahmen seiner Möglichkeiten, viel noch Gutes Juden zu helfen. Und gleichwohl war er natürlich dann danach umstritten. Das wollen wir hier auch gar nicht bewerten. Die Sendezeit reicht gar nicht. Aber ist es eher Last oder eher Bürde, der Nachname? Ja, ich konnte viel anfangen mit diesem, was Sie gerade gesagt haben, dass man manchmal irritiert ist von der Ehrfurcht, die der Name auslöst und die Erwartung, die damit fast verbunden ist. Und das habe ich eben manchmal als Kind als belastend empfunden. Gleichzeitig hat es natürlich auch, also es ist auch wunderschön, in so einer Familie und an solchen Vorfahren in der Familie zu wissen. Manchmal ist man nur als Kind verunsichert, was das eigentlich für einen selber bedeutet. Und also für mich war das manchmal irritierend. Aber es ist eine große Ehre und auch, sagen wir, Aufgabe und Last zugleich. Ja. Jetzt war der Stauffenberg ja, er war Widerstandskämpfer, aber nicht von vornherein. Man muss ganz deutlich sagen, er hat an den Dichter Stefan George, der so ein Dichter der Zeit war, einen Brief geschrieben und hat gesagt, er war auch mitgerissen mit dem Aufbruch, der mit Hitler einherging. Er war 1936 einer der 100 Offiziere, die nach Berlin-Moabit gegangen sind, an die Kriegsakademie, wie es damals hieß, um Offiziere auszubilden für das wachsende Heer, was Hitler brauchte. Also er war zunächst mal sehr dabei. Umso respektabler, würde ich heute als Nachgeborener sagen, ist es, wenn jemand irgendwann merkt, ich nehme alle Risiken auf mich und versuche, den Fehler wieder gut zu machen, indem ich sozusagen jetzt die Bestie umbringe. Ja, also Sind Sie mit dieser, sagen wir mal, mit diesem Facettenreichtum dieses Mannes, ist es schwer, den zu verwalten für Sie, zu argumentieren? Also erstens mal sehe ich mich nicht als Verwalterin seines Erbes. Ja, also ich würde es ganz gerne differenzieren, weil es wird manchmal so ein bisschen pauschalisiert, wenn man jetzt ins Internet geht. Es war auch so zum Teil so bei Wikipedia, es ist dann, glaube ich, sogar für eine Zeit lang wieder rausgelöscht worden. Also anfangs begeisterter, enthusiastischer Nazi. Die seriösen Biografen würden das nie, also würden das nie unterstützen. Stimmt. Ich selber bin nicht ein versierter Biograf. Das muss ich auch mal ganz, ganz klar sagen. Es gibt viel versiertere Menschen, die sich mit der Geschichte des 20. Juli auskennen. Aber es ist sicher so, dass er leider nicht, wie Bonhoeffer 33 gesagt hat, wir müssen die Opfer unter dem Rad verbinden. Nicht nur die Opfer unter dem Rad verbinden, sondern müssen dem Rad auch in die Speichen fallen. Dietrich Bonhoeffer hat ganz klar gesehen, dass die jüdischen Mitbürger gefährdet sind und dass man Bonhoeffer Donani. Genau, dass man wirklich, dass es auch kein kirchliches Thema ist und auch kein, sondern es ist ein politisches Thema und es ist eigentlich ein Menschheitsthema. Das hat mein Großvater offensichtlich 33 nicht erkannt. Aber er hat, ich würde schon sagen, einen Erkenntnisprozess durchlaufen. Und das, finde ich, ist etwas, was tatsächlich für mich vorbildlich ist, weil ich glaube, wir alle Menschen in der Zeit, in der wir leben, und Eckart von Hirschhausen hat das ja auch vorhin drastisch geschildert, wir sollten alle permanent darüber nachdenken, wozu sind wir eigentlich auf dieser Welt und welche Aufgabe haben wir eigentlich noch? Und lassen Sie uns noch, wenn Sie gestatten, noch mal ein bisschen in der Vergangenheit bleiben, weil nachdem das Attentat gescheitert ist, sollte Ihre Familie, die Familie Stauffenberg, eigentlich ausgelöscht worden. Ihre Großmutter ist in Einzelhaft gekommen, sie war schwanger, sie ist nach Ravensbrück gekommen. Sie hat diese Frau, die Sie, wie gesagt, noch kennengelernt haben, hat unglaublich viel Disziplin bewiesen in der Dunkelhaft, um das zu überleben. Unter anderem hat sie Patience gelegt. Ich finde es berührend, dass Sie diese Patience-Karten heute dabei haben. Würden Sie uns die mal zeigen? Also, es war nicht Dunkelhaft, sondern Einzelhaft. Oder Einzelhaft. Ja, also sie war nicht nur in Ravensbrück, sondern sie war eigentlich in verschiedenen Orten, aber immer alleine. Und vielleicht kennen einige von Ihnen die Schachnovelle von diesem Mann, der eben auch in Einzelhaft ist und versucht, sich den Tag zu gestalten, indem er eben Schachmodelle oder Schachspiele sozusagen im Geiste nachspielt. Und meine Großmutter hatte diese Weisheit auch und hat
gewusst, ich muss, um nicht verrückt zu werden, den Tag strukturieren und hat das mit Gymnastikübungen und mit geistigen Dichterlesungen und Konzerten. Und ich denke mir immer, wenn ich in die Katastrophe geraten würde, in Einzelhaft zu sein, ich könnte das leider nicht, weil ich weder ein Gedicht auswendig könnte, noch ein Konzert im Geiste durchspielen. Ich könnte Passionskarten legen, die eine oder andere, die ich von ihr gelernt habe. Und sie hat von den Gefängniswärtern sich alte Zigarettenschachteln geben lassen. Oder die wurden ihr geschenkt. Und da hinten sieht man noch die Zigarettenmarken. Ich habe dann versucht rauszufinden, woher die stammen. Ich habe es leider schon wieder vergessen. Ich habe leider kein Gedächtnis für sowas. Und sie hat das wunderbar gezeichnet. Ich weiß nicht, ob sie das... Ja, die Kamera, wenn Sie es ganz ruhig... Halten Sie es ganz ruhig. Ein bisschen in die Kamera. Die ist da, glaube ich, und halten Sie es einfach nur ruhig und erzählen Sie weiter. Genau, und sie hat diese Passionskarten eben gezeichnet und dann halt Passionsen gelegt. Ja. Und das hat sie ihr ganzes Leben gemacht. Also eigentlich, sie ist ja auch erst 2006 gestorben und sie hatte dann am Schluss hatte sie Augenprobleme. Aber solange sie sehen konnte, solange sie das noch konnte, hat sie Passionsen gelegt. Und sie hat auf die Weise, weil sie eben dankenswerterweise erst 2006 gestorben ist, die Verfilmung noch gesehen mit Sebastian Koch. Und sie fand das, glaube ich, gelungen. Sie fand die Darstellung ihres hingerichteten Mannes gelungen. Das weiß ich. Wir können, wenn Sie wollen, mal einen Ausschnitt uns gerade anschauen. Sie haben 2019 ein Buch geschrieben über Ihren Großvater mit dem Titel Mein Großvater war kein, helfen Sie mir, Attentäter. Warum eigentlich nicht? Ja, also der Titel war natürlich super provokant. Der war einfach eine Replik auf eine Biografie, die im gleichen Jahr erschienen ist. Ohne diese Biografie hätte ich dieses kleine Essay nicht geschrieben. Diese Biografie wurde übertitelt Stauffenberg und der wunderschönen Schrift meines Großvaters und drunter stand nicht etwa ein Lebensbild, sondern es stand drunter Porträt eines Attentäters. Ja. Und dieses Buch zeichnet auch nichts anderes als eben die Geschichte eines Radikalinskis, einer, der sozusagen sein Leben in der Bombe vollendet. Ja. Und der Autor schreibt auch, also das sei keine nach in die Zukunft gerichtete Tat gewesen. Da ging es nicht um die Zukunft Deutschlands und es ging auch nicht um eine moralische Intention, sondern das sei also eine Reminiszenz an diesen Dichter Stefan George. Muss man jetzt auch mal sagen, dass Stefan George 1933 gestorben ist. Also alles ein bisschen sehr, also eine theoretische Kopfgeburt. Ja. Taugt sich ja wunderbar, um auf dem Sofa über sowas zu diskutieren. Ja, oder ein Dichterfürst, den man heute nicht mehr kennt. Und der wird gerade so ein bisschen wiederentdeckt. Ja, aber man kann es auch, glaube ich, lassen, ja, seine genau. Wiederentdeckung. Aber Sie haben also dieses Buch mit diesem Titel als eine Antwort verstanden, als eine Korrektur eines anderen Buches. Jetzt haben Sie aber ein weiteres Buch geschrieben oder herausgegeben, muss man eigentlich sagen. Geschrieben, ja, mit Reaktionen. Aber das besteht aus Reaktionen von Menschen auf das Buch Mein Großvater war kein Attentäter. Ja. Warum haben Sie das gemacht? Warum habe ich das gemacht? Warum habe ich die Handbremse nicht angezogen? Ich habe das gemacht, weil ich war völlig überwältigt von der Reaktion auf dieses Buch, auf mein erstes Buch und habe eben sehr viele Zuschriften bekommen, also wirklich so einen Ordner voller Leserbriefe. Und von wildfremden Menschen, die mir geschrieben haben, mit denen ich dann einfach in die Korrespondenz gekommen bin. Und vorhin fiel das ja, also Unterhaltung ist ja wichtig, Gespräch ist wichtig. Und ich habe auf diese Art und Weise also es sind 12 Lebensgeschichten, Familiengeschichten entstanden von Menschen, deren Leben, Familiengeschichte eben stark vom Zeit des Nationalsozialismus geprägt war oder sogar eigentlich schon früher auch von der Zeit des Ersten Weltkrieges geprägt war. Und ich fand das erzählenswert. Ich bin damit aufgewachsen, eben auch wie Frau Furtwängler, mit dieser Prominenz des Namens. Und ich fand diese Geschichten einfach auch schildernswert. Und das Berührende war, dass als dann die Idee entstanden ist, daraus ein Buch zu machen, dass meine Gesprächspartner auch eigentlich alle ganz beglückt waren und beseelt waren. Und ich möchte jetzt an der Stelle, ich hoffe, mich überwältigt jetzt nicht die Rührung, an einen Mann erinnern, der heute Nacht gestorben ist. Herr Niederer, dessen Geschichte kommt in dem Buch auch vor, der nicht mir selber, sondern sein Sohn hat mir geschrieben, weil Herr Niederer ist als Jugendlicher, als heimatloser Knecht in dem Dorf gelandet, in dem mein Großvater aufgewachsen ist und in dem auch mein Vater und seine Geschwister und meine Großmutter nach dem Krieg landeten.
eben in Lautlingen und Herr Niederer landet er als heimatloser Knecht da. Und wir haben uns irgendwie so eine vertrauensvolle Beziehung aufgebaut, dass eben heute sein Sohn mich angerufen hat, um ihm mitzuteilen, als einer seiner, also sozusagen wie ein Familienmitglied, um ihm mitzuteilen, dass er eben gestorben ist. Und es beglückt mich, dass ich die Gelegenheit hatte, diese Menschen noch kennenzulernen. Ja. Mich hat eine Geschichte sehr bedrückt und auch mir Mut gemacht, dass diese Geschichte nie zugeklappt werden darf. Mich von dem Mann, und ich bin nicht sicher, ob es Herr Niederer ist, der Mann, der Anfang 90 ist, der in Esslingen gelebt hat, der bei der SS war und der dann irgendwann gesagt hat, was habe ich gemacht? Und der sich in der ganzen Nachkriegszeit im Grunde damit auseinandergesetzt hat und auch nicht, glaube ich, nicht wirklich wieder sehr glücklich geworden ist, weil er sich furchtbare Vorwürfe gemacht hat. Nein, das ist die Geschichte von Bert Heinrich. Bert Heinrich ist einer der wenigen oder einer von zwei Personen, die ich wirklich kannte. Bert Heinrich ist ein Mentor, Nachhilfelehrer unserer zwei jüngeren Söhne, ja. Mitte 90. Und Bert Heinrich war einer der ersten, der mir einen Brief geschrieben hat. Und mir, obwohl ich ihn ja schon einige Jahre kannte, mir in diesem Brief als Reaktion auf dieses erste Buch geschildert hat, diese persönliche Geschichte. Ja. Ich würde schon sagen, dass er ein glücklicher Mensch ist. Und da sollten wir genau enden, weil es ist eine Geschichte, wo ein Mensch vielleicht glücklich durch die Läuterung ist. Und insofern macht es Appetit auf Ihr Buch und auf diese Geschichte. Frau von Bechtolsheim, schön, dass Sie bei uns sind. Aber hier machen wir gerade Appetit auf die Lektüre. Und insofern dient es Ihnen und dem Buch. Dankeschön.